Herzlich willkommen bei IP44. Wir haben den langen Winter genutzt und mit unseren Designern wieder einige Neuheiten kreiert. Unter anderem die Q, eine portable Akkuleuchte, die ich jetzt ganz gerne oben in unseren heiligen Hallen vorstellen würde. Inspiriert hat uns bei der Leuchte Q die klassische Laterne. Ist eine Akkuleuchte, ausgestattet mit einem 3-Stufen-Dimmer, den man ganz einfach von oben halt bedienen kann. Ist ein amberfarbenes Glas. Wir haben zwei sehr schöne Accessoires noch dazu. Es gibt einmal einen Wandhalter, den man an die Wand montiert. Das ist der Q-Hook. Dann kann man die Leuchte ganz einfach einhängen und hat eine wunderschöne Möglichkeit einer Wandleuchte. Andere tolle Ergänzung ist der Q-Rope. Das ist ein dickes Gummiseil, und das man in den Baum wickeln kann und einfach in den Haken einhängen, und schon kann man das einfach in einen Ast hängen und hat noch eine tolle Laterne so im Garten hängen. Mit Phil zeigen wir dieses Jahr unsere erste autarke Outdoor-Stehleuchte. Sie wird eingespeist durch ein Solarpanel. Sie hat 5 Watt, einen 3-Stufen-Schalter für die jeweilige Lichtstimmung. Umspannt ist sie mit einem Stoff, den man so aus dem Outdoor-Möbelbereich halt kennt. Erhältlich in 2 Höhen, in 70 cm und in 40 cm. Sitzt halt einfach auf diesem schönen, robusten Aluminiumarm. Und man kann sie halt ganz einfach auch hin und her tragen. Und wenn man möchte und die Sonne mal nicht ausreicht, hat man auch die Möglichkeit, durch einen USB-C-Port die Leuchte auch so mit Energie zu versorgen. Nach dem großen Erfolg unserer Lix-Leuchte haben wir ihr dieses Jahr 3 neue Farben geschenkt. Unter anderem einmal den Rotton, der Ruby heißt, Sun und Sage. Und alle Modelle sind ab jetzt auch mit einem 4-Stufen-Touch-Dimmer versehen, um im unteren Bereich nochmal ein richtig atmosphärisches Licht hinzubekommen. Soweit ein schneller Überblick über unsere Neuheiten. Wir haben natürlich noch andere spannende Sachen, die wir dann auch in Kürze nochmal präsentieren werden. Und ich hoffe mal, dass sich die Gelegenheit ergibt, dass wir die Neuheiten dann auch nochmal live und in Action bei uns in der Dacia zeigen können.